Oliver Wehling, was ein Moralpunkt heute hier bei der BVB U23. Wie gut tut das, so einen Punkt hier am Ende in der letzten Spielminute noch zu holen? Ja, super. Also haben wir uns, denke ich, über das ganze Spiel verdient. Und dann, dass wir so einen Lucky Punch am Ende durch Chance machen, freut uns richtig. Ja, und was für ein Tor. Sag mal, was zu dem Tor dann? Ja, was soll man dazu groß sagen? Torwart macht einen Fehler und Chance ist da, wo man stehen muss und macht ihn rein. Dann, ja. Wobei das Gegentor zum 0:2 war ja auch ein bisschen unglücklich. Vielleicht ist das dann die ausgleichende Gerechtigkeit? Ja, auf jeden Fall. Und dann in der ersten Halbzeit haben wir noch zwei Elfmeter, die wir geben können, aus meiner Sicht zumindest. Und dann auf jeden Fall einfach ein verdienter Punkt. Ja. Gut, dass du sagst. Ich habe es ähnlich gesehen, auch von oben, von der Tribüne, zu diesen Aktionen, die da sehr für euch unglücklich waren. Wie sehr trifft das so eine Moral einer Truppe dann, wenn ihr solche Aktionen immer gegen euch entschieden bekommt? Ja, also ich denke, die Moral von uns hat man gesehen, dass wir von 2:0 zurückkommen. Deswegen, ja. Also natürlich ist das ärgerlich in dem Moment, aber es spricht dann umso mehr für die Mannschaft, dass wir da zurückkommen und noch einen Punkt holen. Gucken wir mal auf dich persönlich. Zum dritten Mal jetzt eingewechselt, dein drittes Profispiel jetzt für den VfL. Ja, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Wie läuft der Ball? Sag mal Kass dazu. Ja, super. Also freut mich extrem, jetzt auch mal ein paar mehr Minuten zu kriegen. Die ersten zwei habe ich ja ganz kurz gespielt, jetzt mehr. Und ich denke, ich habe das ganz gut gemacht und ich freue mich, wenn ich immer mehr Einsätze kriege. Ja, wie wohl fühlst du dich schon am Ball? Willst du demnächst auch noch mehr spielen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich super und Trainer spricht auch viel mit mir. Und ich hoffe in nächster Zeit, dass ich auch noch mehr Einsätze kriege. Gucken wir vielleicht, Mittwoch geht's nach Duisburg. Was nehmt ihr euch da vor? Ja, 3 Punkte auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt den Lauf, den wir haben, fortsetzen und am besten gegen die Mannschaft in Duisburg punkten. Ja, dann gute Heimfahrt erstmal. Genießt den Punkt. Danke, danke.